Wo ist denn Philipp? Ich guck jetzt mal zu Philipp. Der baut ja Stein ab, so wie ich ihn kenne. Philipp ist gar nicht mehr da, der schweigt immer. Doch, 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 doch. Ach, du kommst da rechts gerade. Ah, rechts, okay. Gut. Gut, dass du sagst. Ein Padawan! Mit deiner Padawan-Ausrüstung, du kleiner Jedi. Jetzt haut der nach oben ab. Ich buddel mal hier weiter, oder? Ich habe keinen Wassereimer, du bist immer der mit dem Wassereimer. Ich habe auch keinen Eimer. Achso, hier hinten war die Riesenhöhle, ja, ganz am Ende des Gangs. Dann buddel ich hier mal zur Seite. Ich glaube, das ist Lava. Ah. Habe ich falsch geglaubt. Warum hat man hier nicht weiter gebuddelt? Wo? Da, weil da eine Höhle ist mit Tieren oder so, hast du gesagt. Ne, wo auch immer du gerade bist. Wo bist du denn? No, ne, genau gegenüber der Treppe. Was? Da? Ja. Keine Ahnung. Das war ich nicht. Das hat jemand... Ach, das hat hier Black Sado gebaut, so. Von wegen, in alle Richtungen buddeln und so. Ja, auf Level 11 ist er für sicher, weil keine Lava-Becken sind. Hey, guck doch mal, wie weit es hier geht. Ja, was hat denn der hier gebuddelt? Mit seiner Diamantspitzhacke. Ich sehe ja nicht mal mehr das Ende. Das war ich nicht. Nein, das war Black Sado, hat er doch gesagt. Nee, mach mal, bau du mal geradeaus weiter. Ich baue die Kohle ja. War das nicht besser, wenn jeder in eine eigene Richtung graben darf? Ja, aber ich will dann eins höher buddeln. Ach man, ach, jetzt macht DTM schon in die Richtung. Eisen! Hast du gerade so schnell in die Richtung gebuddelt? Ach nee, hier ist DTM, ich wollte schon sagen, ey. Ich dachte gerade, du hättest nach da hinten gebuddelt. Eigentlich bräuchte man immer jemanden, der die Fackeln für einen legt. Ich glaube, da legt gerade jemand hinter mir an dauernd Fackeln. Oh, hier ist Redstone. Tobi sagt gar nichts mehr, ey. Oh, jetzt ist hier nur noch Sand. Wieder. Und hier sind wieder Tunnel irgendwo in der Nähe, ich höre das da. Ich verstehe den Tunnel mal. Also entweder ist es Wasser oder ist es Lava. Aber ich wette, die fließt gleich voll so auf mich rauf. Wasser zu dir. Oh ja, da genau vor mir. Meine Fresse. Ich habe das Gefühl, dass hier ein Diamant irgendwo liegt. Den sich Philipp gleich klaut. Wenn Philipp in der Nähe ist. Immer die Schuld auf mich schieben. Gucke, hier ist zum Beispiel schon Kohle. Und Kohle ist immer ein Anzeichen darauf, dass da noch mehr ist. Noch mehr Kohle, meine ich. Denn Kohle existiert nur im Rudel, ja? Merkt euch das. Ich habe nur 16 Diamanten, ey. Kohle ist ein Rudeltier. Doch, der Tobi da? Alter, dieser Kackies. Der bot direkt an der Treppe, genau neben der Treppe bot er gleich mal weiter, ey. Nein, ich will es hier dumm. Hey, da ist noch mehr Lava. Oh, eine kleine Mini-Höhle habe ich gefunden. Ach nee, ist doch nicht ganz so mini. Ach komm schon, ey. Wieso finde ich immer so eine Kackhöhlen? Wieder nicht rein. Ja, schon zu spät. Siehste, das darfst du nicht. Ich finde schon gar nicht mehr zurück. Wo geht's eigentlich hier lang hinten? Ich habe Angst, lang zu gehen. Hallo, Party? Oh, was habt ihr denn für ein Tunnelsystem hier gebaut, bitte? Ach man, Alter, das ist schon wieder so ein riesen Höhlending hier. Hier geht's nicht weiter. Soll ich hier hinten weiter bauen, Philipp? Komm mal.
bist du denn? Ich hab Kohle gefunden. Was ist da denn? Da links, da bis zum Ende. Buddha bloß nicht weiter. Ich hab Gold gefunden. Warum? Aber sagen dir ein paar Zombies hallo. Ehrlich, waren da vorhin auch Zombies? Ja. Ich habe Gold gefunden. Die können mich mal. Gold, Gold. Da kommt der Dobi und haut alle weg. Wieder Tag draußen. Das ist wieder so eine Riesenhöhle mit Lava. Oh, Nacht. Und noch mehr Lava. Schlafen und Eisen. Auch. So. Erstmal pennen. So. Gute Nacht, Tobi. Ja. Guten Abend, gute Nacht. Schlaf du kleines Baby namens Tobi. Ich kenne dieses Lied zwar nicht, aber egal. Wann kackt der Server ab? In wie vielen Minuten? In zwei. Und zwar wieder müssen wir alle Items schnell wegtun, oder? Nein, der Server kackt nicht ab, nur ihr fliegt alle raus. Der Server läuft weiter, also das dürfte dann alles noch in eurem Inventar sein, aber ihr könnt es auch noch schnell in Kisten werfen. Das habe ich jetzt auch. Das mache ich jetzt auch. Vielleicht so eine Vorsichtsmaßnahme mit den Kisten, ne? Bei mir passiert ja nichts, deswegen spiele ich einfach weiter. Ja? So. Also. Was heißt Sicherheitssystem? Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Das Sicherheitssystem, geh einfach mal auf. Das Ganze raus, hoch. Drück rauf. Ah, okay. Perfekt. Und dann gehst du mal ganz kurz raus. Ja, ich weiß schon. Oh, Alter, das ist wieder so eine riesen Kackhöhle. Nein. Mein Scheiß hier auf. So, ja. Bitte. So. Dann. Wollen wir nicht erstmal vor der beenden? Das reicht doch. Kein Bock mehr. Tobi, bau mal an deinen Twin Towers, dann hast du richtig viel Spaß, glaub mir. Ja. Dann kannst du nicht mehr. Ja. Ach du Scheiße. Ach, geh doch kacken. Schon wieder so ein Kackskelett, ey. Meine Fackeln sind aus, die Skelette kommen. Nahrung ist auch knapp. Ach du. Bei mir liegt's auch gerade. Ich kann keine Truhe mehr öffnen. Ja, dann fliegt ihr ja raus. Es ist drei Viertel, Leute. Seht ihr? Ja. Connection. Aber ihr könnt dann gleich wieder joinen, also. Oh Mann, ey. Was für ein behinderter Kack. Und das wäre mal mitten in der Aufnahme. Immer das gleiche. Ich kann nichts dafür, dass ihr so immer spät verreckte. Nachts aufnehmen wollt. Immer verreckt er. Immer du nur verrecken, ey. Das kann nicht gut gehen. Also, ich komme rein. Immer verreckt er. Immer ja, ihr müsstet verreckte. Jetzt gleich wieder reinkommen, eigentlich. Oh. Verbindung fehlgeschlagen. Ja, weil du das bist, Tobi. Connection timed out. Leute, hier folgt auf Kohle gleich mal. Redstone. Kannst du mal Server starten? Der Server ist an. Ich weiß noch nicht, wann mein Internet wieder angeht. Musst einfach warten. Jetzt geht's bestimmt schon wieder. Immer diese ungeduldigen Menschen. So, jetzt habe ich jetzt noch Fackeln auf Vorrat. Noch ungeduldiger sind die Zuschauer immer. Ja, da Tobi ist doch schon wieder drauf. Jetzt. Ja, und ihr meckert rum hier. Nur geht doch. Blubbe die Blub, ja. Das kann ich schon wieder nicht sagen. Ich kann schon wieder keine Truhen öffnen. Bitte teleportiert mich. Hilfe! Mann, ja, fragt DTM. Bitte, DTM kann euch teleportieren. Tschüss, Blexada. Ja, perfekt. Blexada vor allen Dingen. Der geht also, das habe ich. Da hinten ist Gold. Ich finde jetzt gerade mal ein bisschen Gold. Und Redstone. Ja, ich möchte. Wer tut eigentlich Sachen in meine Truhe? Blexada. Der Weihnachtsmann. Adolf Hixler? Die Frage ist ja, wer hat bei dem Tee jetzt das Sternchen gemacht? Kann es sein, dass wir irgendwie so ein Essensproblem haben? Oder bin ich der Einzige? Ja, du könntest ja mal Kühe oder Schweine töten. Oder mal eine Farm bauen. Das würde die Schuhschauer bestimmt interessieren. Ich habe neben mir Chips liegen.
Ist leck. Tortilla Chips. Oh, hast du mit Dip? Nee, extra scharf sind die. Ah, oh, nee, dann kann ich nicht. Aber jetzt extra vorbeikommen, wa? Ich wäre jetzt gekommen. Kann ich jetzt mal irgendein Asi mal rüberziehen hier? Ich werde den Twin Towers bauen. Der bau doch! Wie denn? Ich habe Eisen gefunden. Ich müsste 10 Jahre laufen. Ich hab kein Geld. Warum? Weil ich bin auf dieser Kackinsel hier. Mann, Alter. Oh. TP. Mulchian. Tobi zu DTM und F1. Eieieiei. Exado? Kann dieser Asi auch mal rüberspringen hier? Na, oh, jetzt macht er das ganze Weizen. Ey, ich fass das nicht. Warte. Stirb, du! Ey, René, ich schon am Ausrasten. Ich brauch Essen, ich brauch. Achso, ich hab was. Ihr kann Blöcke abbauen, aber es droppt nix. So, diese Blöcke. Ja, toll. Die können mich hier mal darin. Aber wenn ich den Server jetzt neu starten soll, dann müsstet ihr alles in Truhen tun. Nee, bitte nicht. Siehst du? Ich hab schon alles in Truhen. Soll ich's drinnen lassen, bevor ich irgendwas mache? Nein. Warum bist du den Server neu starten? Na, wenn bei Black Sado nichts geht, meine ich. Dann müsste ich ja rein theoretisch den Server neu starten. Was aber dazu führen würde, dass eure Inventare alle wieder leer sind. Was bedeutet, ihr müsstet erst alles in die Truhen tun und denkt, ich komme wieder zurück? Ich habe keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Ja, dann lieber nicht. Oh, guck mal, da oben ist noch eine Höhle. Oh, fuck. Nein, Creeper. Creepy. Fuck. Okay. Das war ein explodierender Creeper, der 2 Zombies getötet hat. Danke für diese Mitarbeit, Hilfe. Okay, jetzt müssen wir da hoch. So. LOL, guck mal auf das LPT. Hä? Was denn da? Skelett MP. MP ist ein Skelett drinne. Machen Skelett. Du siehst es in meiner Aufnahme. Ja, ich bin gerade währenddessen. Ist direkt auf mir ein Creeper explodiert. Der war direkt, der ist auf mich raufgeflogen. Boah, Mann, Alter. Eieiei, aber das war gerade echt. Das war ein Geister, ey. Ich muss jetzt irgendwie hier eine Treppe hochbauen oder so. Ich hör schon wieder ein Enderman, ey. Ja, mir fliegt die ganze Zeit hier so eine Fledermaus durchs Bild. Also einen Amboss haben wir schon mal, ja? Den habe ich schon mal gebaut. Ja, toll. Okay, hier ist kein Creeper mehr. Dann geht's aber weiter. Das Problem ist, ich habe immer noch keine Rüstung. Ja, jetzt funktioniert's wieder. Na, siehst du. Und jetzt funktioniert's wieder nicht. Was ist das für ein Käse? Ja, siehst du. Ah, jetzt funktioniert's wirklich. Ja, siehst du. Yay. Alter. So, jetzt baue ich erstmal das Eisen ab. Ich werde da gucken, gleich irgendein Vieh entgegen, wie ich das Eisen abgebaut habe. Ah, schade, es war schon wieder alles Eisen. Auf dieser Insel gibt es einfach keine Rohstoffe, habe ich das Gefühl. Wo? Der hat ein Schwert! Der hat ein Eisenschwert! Was ist da denn los? Zombie? Ja. Du musst mal auf Hard spielen, da hat fast jedes zweite Viech eine Rüstung an. Was soll ich spielen? Auf Hard? Ja, Rüstung kenne ich ja, aber ich könnte euch einfach ein Eisenschwert. Oh, da ist ja noch eine Höhle auf der Höhle. Auf der Mauer, auf der Lauer, hockt eine kleine Höhle. Auf der Mauer, auf der Lauer. Ich hab fast 30 muss ich mal was Redstone. Essen. Wie viel Redstone? Fast 6. Nur irgendwas. Blöde, ich höre schon wieder was ich gar nicht hören will. Hier ist Holz? Nein, auch ich habe Tunnels gefunden. Das ist... Alter, warte. Wie geil. Philipp, ich bin da gelandet, wo wir nein, vorhin... Nein, Philipp, nein. Also in der Nähe von unserem Sterbepunkt. Ja, toll. Und das über unser normales Tunnel, also über dieses Tunnelsystem. Und, Alter. Lexado, kannst mal ganz kurz hochkommen. Wir wollen jetzt hier den Twin... Tobi will jetzt seine 3 T's bauen. Triple T Tower. In Flotte 3 oder was? Kommst du mal herkommen, Junge? Es gibt hier oben eine Gäse. Scheiße.
Was willst du mit dem Käse, Tobi? Keine Ahnung. Versuch mit ihm kurz zu kommunizieren. Boah, back das hier mit der blöden Tür. Käse, 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 Käse. Nimm mal eine Menge. Käse, was, Käse, was, Käse. Was wollen Käse. Wir das denn machen? Wollen wir mit Pflastersteinen das machen? Ja, dann, wenn, dann bauen wir mit normalen Steinen, oder? Und Erde? Ja, warum? Ey, ich hab den Spin-Spawner gefunden. Oh, scheiße, Mann, ich werd gleich sterben. Spin-Spawner. Wie ist denn der überhaupt hin, ey? Ich weiß auch nicht. Ich hab dort die Tunnel gebaut, wo wir vorhin gebaut hat. Da ist der Spinnenspawner. Der uns vorhin da sind zwei. Da sind zwei Spinnenspawner genau übereinander, die uns vorhin getötet haben. Scheiße, Mann. Perfekt für XP fahren. Da sind insgesamt vier Spinnenspawner. Zwei haben wir schon befackelt und zwei stehen noch. Und ich wette, da sind noch mehr dahinter. Ich bin vier weg. Vier Spinnenspawner ist wirklich perfekt für XP fahren. Ja, weißt du sagst die ganze Zeit, ja, voll selten und ich finde keinen Ausweg mehr. Doch warte, das DTM. Da laufe ich dann in die Richtung. Ja, es ist selten, dass so viel ganz nah beieinander sind. Hier, willst du mitkommen? Sicher. Hast du ein Schwert? Ja. Juti. Move on. So, dann zeige ich dir, wo es lang geht. Hier hoch. Na, hier geht's gerade nicht rum. Also müssen wir hier lang, hier lang. Wir bauen noch mehr Ofen dahin. Hey, du musst Gold übersehen. Was? Das ist Gold übersehen. Gold? Tower bauen? Ja. Bau ihn doch, fang Wo doch ist an. Denn Gold? Was brauchst du denn? Keine Ahnung, ich weiß nicht, mit welchem Fundament ich arbeiten soll. Man, ich erkenne immer keinen Unterschied zwischen Eisen und Gold. Wo denn? Mach doch hier mit. Hier unten war Gold? Ja. Schön. Hey, das ist Redstone, sag mal, was brauchst du eigentlich? Hey, Redstone ja, will ich doch gar nicht. Hat nur Pflasterstein. Mann, ich hab nichts ab. Es ist gut zum Bauen der Redstone, Junge. Ey, ja, aber weißt du, ich habe erstmal immer ein Problem mit dem Ausleuchten, weil mich die ganze Zeit irgendwelche Kackviecher angreifen. Da oben ist ein Monster-Spawner. Wo denn? Wo ist der Spawner? Ja. Ich brauch ganz viel Stein, aber ich hab. Da ja, oben. Habt ihr null Stein? Habt ihr hier? Ja, du musst es auch. Oh, was meinst du, was ich hier mache? Aber das seh ich doch nicht. Öffne mal die ganzen Öfen hier. Guck mal, was da alles drin ist. Skelett-Spawner, kenn ich ja denn. Deine. Was sind die? Die sehen voll geil aus in meinem Texture Pack, die Blöcke. Oh Gott, ich finde eine Menge Steine. Oh Gott. Oh mein Gott, das droppen wieder doch Blöcke. Ach, darum hat er denn mal was zu fressen, wa? Oh. Was denn? Hat irgendjemand Eisen für mich? Ja, hier Eisen. Unten. Wieder dunkel. Alter, das ist wie bei Star Wars, bei so einem großen Kampf. Oh, Zombie, Creeper, meine ich. Lass den Creeper explodieren. Schön, Enderman. Nicht die Kisten aufmachen, ausleichen, Junge. Was? Nix looten, ausleichen. Ja, ich komme ja hier nicht mal raus. Oh, jetzt habe ich dich, glaube ich, geschlagen. Doch, sicher. Ich kann nichts mehr, ich kann eh nichts mehr tragen, also somit. Der Skelett-Spawner, der ist wertvoll, weil man kriegt nur unendlich Pfeile. Hey, wir haben Music Disc, man zaubert das Buch und ich habe einen Namensschild und einen Faden. Ich habe einen Bogenstärke 1, aber der ist so gut wie kaputt. Da ist nur Bucket drin. Kannst du reparieren? Ja. Ich brauche ein Bucket. So. So, Tobi, jetzt kannst du dir ein paar Steine rausnehmen, wenn du willst. Aus den Ofen denn? Ja, alle. Hast du mir jetzt den Bucket zugeworfen, ja? Ja. Also ein Skelett-Spawner mit aufbauen. Okay, wir müssen dann noch ein Dingsy machen. Dingsy? Hier sind noch die zwei Spinnenspawner jetzt. Die haben viel größeres Problem, weil das sind Giftspinnen. Also komm mit. Ich weiß gar nicht mehr genau. Also den hier haben wir schon ausgeleuchtet, ne? Dann müssen wir hier hoch. Komm hier hoch. Und da hinten siehst du einen da oben. Da oben hinten den. Das ist schon wieder Slime. Und da drunter ist noch einer. Also hier da unten, wo die Kohle ist, da ist auch einer. Oh, sorry, ich hab dich aus Versehen geschlagen. Ja, vergifte mich doch, du Kackspinne. Nur auf die kleinen Dicken. Wie kann man denn immun gegen dieses Kackgift werden, ey? Ganz im Ernst.